Irrer Auftritt. Diese Schlagzeile machte die Sendung Reporter eine Woche vor der Abwahl von Christoph Blocher aus dem Bundesrat. Pfarrer Blocher, der Bruder des Bundesrates, hat bei Reporter gezeigt, wie Christoph seine Macht ausbaut. Und jetzt nochmals der Film von Dezember 2007. Wie das Getöse des Wassers einen fürs Leben prägt, will mir Pfarrer Blocher vorexerzieren. Der Einfall, der rauscht nicht, sondern der singt. Und zwar singt der folgende Akkord. Das ist übrigens natürlich dann auch so. Da liegt ein Auftrag. Gottfried Stutz. Kann doch so nicht bleiben. Muss man halt noch fertig machen. So ist das. Wie ist das mit dem Auftrag für Bruder Christoph? Er ist so erfüllt von seinem Auftrag, dass er etwas erreichen muss, dass er eben auch überlegt, wie man es am besten erreicht. Oder? Und dann bin ich schon im Strategischen. Der Stratege, also der Heeresführer, der macht es ja auch nicht anders. Der hat den Auftrag, dort einen muss deshalb Hügel muss im Besitz nehmen. Aber pass auf, es hat noch Panzer rum und Flüge rum und so. Dann macht er sich eine Strategie. Man sagt zuerst und dieses zuerst und dann muss er von hinten kommen und so. Und das gibt eine Strategie. Aber die Strategie ist immer einem einen Ziel unterworfen, einem Auftrag. Schon in den ersten Minuten wird mir klar, die Blochersche Sprache ist eine kriegerische. Die Blocher sehen das Leben als riesiges Schlachtfeld. Nein, nicht gut. Aha. Ist aber noch schön. In Strubenzeiten wie jetzt telefonieren Gerhard und Christoph fast täglich miteinander. Sie sind nicht bloß Brüder, sondern Brüder im Geiste. Wir wollen den Blocherschen Horizont etwas näher betrachten und beginnen am äußersten Zipfel der Schweiz, in Hallau, wo Gerhard Blocher bis zur Pensionierung reformierter Pfarrherr und Gemeindepräsident war. So. Also, das ist jetzt also EU-Land. Und das ist Schweizerland. Das Gebiet, wo Sie hier sehen, das jetzt, wo die Sonne beschienen ist, mit dem Schloss, das dort oben rausgüchselt, das ist von Berlin kontrolliert und kommandiert. Wenn Sie sich umdrehen und hier in das Tal abschauen, von wo aus wird das kommandiert und kontrolliert? Ja, nicht sagen von Bern. Ja, nicht. Vor allem ja, nicht sagen Schaffhausen. Sondern es gibt nur eine Antwort, selbstverständlich, von Hallau. An erster Stelle steht Hallauer Recht. Hallauer Recht bricht Bundesrecht, das hat man schon im 19. Jahrhundert in Bern so gesagt. Christoph Blocher hielt dann dieses Jahr hier oben eine provokative 1. August-Rede. Volksrecht steht vor Völkerrecht, war darin die Parole von Bundesrat Blocher. Ganz im Sinn und Geist seines großen Bruders Gerhard. Pfarrer Blocher liebt es, wenn ihm sein kleiner Bruder in Sachen Granatenwerfen in nichts nachsteht. Er muss den ganzen Sauladen von unserer schweizerischen Politik ausräumen. Ob er das fertig bringt, weiß ich auch nicht. Vor allem, ob er das noch fertig bringt, weil das ja wahrscheinlich jahrzehntelang geht. Das muss ausgemerzt werden. Was ist denn so saumässig, wo muss ausgemerzt werden? Dass jeder Politiker
wo die Politiker sind und in der politischen Stellung selbstverständlich einen Posten haben und selbstverständlich nichts anderes beabsichtigen, als den Posten zu behalten. Guten Morgen. Grüezi Woche. Gratuliere herzlich. Danke, ja. Nicht schlecht gegangen, glaube ich. Nein. Übersicht. Nein, es ist ganz grossartig. Also. Ich verrecke vor allem bei uns in meinem Jura. Das ist jetzt einfach das Größte. Ja. Das ist einfach das Größte. Der grosse Wahlverlierer, SP-Präsident Hans-Jürg Fehr. Wie Gerhard Blocher kommt auch er aus dem Schaffhausischen. Das ist der allerletzte Mensch, den es gibt auf diesem Erdboden. Wege. Wenn ihr mal anschaut, so sieht man einfach nicht aus. Und politisch, was verbricht ihr denn so Schlimmes? Gar nichts verbricht er. Er kann nicht einmal etwas verbrechen. Er ist so ein schwächlicher Dummkopf. Er hat nur eine grosse Schnauze. Und das Allerschlimmste, er läuft dauernd in einer Maske rum vom Hochintellektuellen. Und wenn ich ihn in die Nähe käme, hätte ich ihm sofort ins Gesicht langen, um die Larven abzureissen. Dann käme das ganze Gesicht mit. Jetzt kippt das Blochersche Lachen. Diabolische Häme kommt zum Vorschein. Es läuft einem kalten Rücken runter. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Elefantenrunde der Schweizer Parteipräsidenten. Mit fast 30% Wähleranteil ist die Blocher-Partei Siegerin. Zugeschaltet. Zu dem Moment, obwohl bis zur Mehrheit noch ein schöner Teil fehlt, steht der Höhenrausch vor der Tür. Wir wollen Sicherheit schaffen. Uli Maurer gibt sich ganz schön zahm. Weiß er schon, was die Blochers mit ihm vorhaben? Uli Maurer, alle da warten darauf, dass sie irgendeine Forderung in den Raum stellen, dass sie irgendein Ultimatum stellen, dass sie uns irgendeinen grossen Coup liefern, so wie vor 4 Jahren. Es kommt nichts. Klar, nach dem Resultat, wir stehen zur Konkordanz. Gut. Das Land, die Schweiz, kann nur in Konkordanz regiert werden. Etwas anderes ist nicht möglich. Alle Spekulationen, die in eine andere Richtung gehen, würden Gut. die Schweiz nicht weiterbringen. Also das heisst, Ihre Partei wird die SP nicht aus dem Bundesrat Nein, aussehen. Nach wie vor nicht. Gut. Wir sind bereit und ich bin klar der Meinung, wir können nur in der Konkordanz regieren. Also das Beste wäre, würde ich vor allem mal den Parteipräsidenten ersetzen. Und zwar alle. Auch der SVP-Präsident? Alle. Okay. Ja, der Uli Maurer ist jetzt langsam ein bisschen verbraucht, oder? Der hat durch so viele Schlachten durch müssen und hat so viele Siege errungen. Jetzt wollen wir mal. Ohne ihn an den Karren zu fahren, würde ich einfach sagen, jetzt muss eine andere Persönlichkeit her. Aber noch mehr Siege hat Ihre Brüder errungen. Rücktritt von Christoph, den Fall. Du hast eine schöne Ahnung. Es gibt eben Leute, die sind dem Sieg gewachsen und der Niederlage auch. Und die werden da nicht verbraucht. Am besten wäre es, er würde Parteipräsident werden von der SVP und Bundespräsident gerade gleichzeitig. Aber das würde dann das Schweizer Volk langsam nicht mehr verstehen. Ja, das ist ja sein Problem. Er ist dem landesüblich gültigen Niveau weit überlegen. Das weiß er aber auch. Dann passt er auch auf. Darum ist er nicht da heute Abend. Dann hat mich geschickt. Pfarrer Blocher flüstert mir noch zu, dass es die Chance der Schweiz wäre, könnte Bruder Christoph gleich alle Departemente übernehmen. Vor 4 Jahren, an jenem denkwürdigen 10. Dezember, reiste Gerhard Blocher ins Bundeshaus, um seinem Bruder bei der Bundesratswahl beizustehen. Beim Eintritt in die heiligen Hallen friert es Pfarrer Blocher. Die Atmosphäre sei kalt und vor allem nirgends werde gelacht. Wenn wir jetzt 114 haben und die 3 mit 117, und so viel Enthaltung wie wir Ding. Gerhard schaut auf seinen kleinen Bruder herunter. Ich gebe Ihnen das Resultat der Wahl.
Gewählt ist mit 121 Stimmen. Est élu avec 121 voix. Herr Nationalrat Christoph Blocher. Silvia Blocher, jetzt Bundesratsgattin. Blocher wurde gewählt, um ihn einzubinden. Da ist das Parlament wohl hereingefallen. Herr Blocher, Sie waren sehr gerührt, habe ich den Eindruck gehabt. Erschüttert. Wieso erschüttert? Bis jetzt noch. Aha. Es ist ein unglaubliches Ereignis. Aha. Die absolut unmögliche Tatsache ist Wirklichkeit geworden. Haben Sie nicht daran geglaubt? Wohl, wissen Sie, ich glaube auch an unmögliche Sachen. Hat Ihnen das Tränen entlockt? Ja, nicht entlockt. Ich bin zusammengekehrt. Aha. Ja. Er ist mein Seelsorger, sagt Christoph über Gerhard. Pfarrer Blocher ist der Einzige, dem sich der Bundesrat anvertraut, wenn es ihm schlecht geht. Und wenn sie einen Gegner auslachen können, stecken die Brüder gerne unter einer Decke. Wir haben im Sinn, aber die Linke, die das Sachen durch den Mund, da sind die das Loch ab. Und dann haben sie klatschen bei der Kalmier, wie dumm, wie hat es wegen der so viel Stimme Vor 4 Jahren, nach geschlagener Schlacht, hockt Gerhard Blocher, Bundesratsbruder, am Boden. Am Fuß einer langen Treppe. Jetzt hat man jahrelang hat man gewusst, dass ihnen für politische Klicken ihr Unwesen treibt. Und heute ist in ihre Klicke nie ein tiefer Keil geschlagen worden. Das macht mich unendlich glücklich. Reinfall sehen die Blochers als Gleichnis. Wie das Wasser das auch nicht frage, ob es runterstürzen solle oder nicht, müsse er tun, was er tun müsse, sagt Bruder Gerhard über Christoph. Und dann verrät er mir noch, wie es in Bern zu und her gehe. Das Bundeshaus ist zu vergleichen. Also die ganze Bundesregierung ist zu vergleichen mit einer Festung. Mit 10 Meter dicken Mauern, die bloß so dünne Schlitzli hat, damit man daraus raus sieht, aber man kommt auf keinen Fall hier. Und du, Christoph, du hast bis jetzt hast du den Kampf gegen die Festung geführt. Hast alles gehabt und alles beherrscht. Flüger, schwere Artillerie, Panzer. Alles zusammen hast du hergebracht, hast ein Sperrfeuer ausgerichtet. Ist nichts passiert. Wenn du nie gekommen bist, wenn du, darum gehörst du ihr. Aber jetzt ist der Nachteil der. Wenn du ihr hast, kannst du die Flüger nicht mitnehmen, kannst du Panzer nicht mitnehmen, kannst die Artillerie nicht mitnehmen. Das Einzige, was du hast, und wenn wir das anschauen, dann merkt man gerade, was das bedeutet. Das heisst Nahkampf und das heisst Blut. Und jetzt ist die Frage, bist du in der Lage, das zu ertragen? Und bist du in der Lage, dich dann dort hinein zu behaupten, weil vielleicht haben ja die anderen auch ein Sackmesser. Und wenn die merken, dass du es führen nimmst, dann wird sie es aufführen. Und wenn sie es die Form haben, gehen sie vielleicht mit dem Sackmesser sogar auf dich los. Dann hat der Christoph mir gesagt, hat der Christoph nur gesagt, es ist nicht sicher, dass sie das da machen. Jetzt nach 4 Jahren, sage ich, vielleicht haben alle mal ein Sackmesser gehabt, aber die Hälfte hat es bereits verloren. Die andere Hälfte, die das Sackmesser hatte, haben es gehabt, aber sie haben nicht mehr gewusst, ob es aufmacht. Ein Drittel von denen haben es aufgebracht.
Aber sie haben es dummerweise so in den Hängen. Und wenn sie es noch recht in die Hand genommen haben, haben sie gemerkt, wir haben gar nicht Kraft zu zustoßen. Bei diesem kriegerischen Weltbild kommt irgendwann die peinliche Frage: Sind wir nicht doch auf diese Blochers hereingefallen? Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, man muss den Blocher einsperren. Man muss ihn im Bundesrat einsperren. Und haben sich erhofft, er werde dann dort entsprechend eingegliedert. Nach ein paar Wochen haben sie schon gemerkt, dass das nicht geht. Und nach ein paar weiteren Wochen haben sie gemerkt, dass es jetzt so ist. Er ist zwar im Gefängnis, aber der Christoph ist der Gefängnisdirektor. Bei der Bundesratswahl seines Bruders vor 4 Jahren ist Gerhard zusammengebrochen. So groß waren seine Erwartungen in Christoph. Er hoffte, dass der kleine Bruder das Steuer herumreißen würde. Doch heute ist nicht mehr die Frage, was hat er erreicht, was ist noch zu tun? Wichtig ist nur noch, drin zu bleiben. Auch als Großväter sind Christoph und Gerhard noch immer die kleinen frechen Buben im Sandkasten. Auch wenn sich Bundesrat Blocher immer auf seine Nähe zum Fußvolk beruft, der politische Erfolg, der wirtschaftliche Reichtum und die ungeheure Prominenz haben aus dem kleinen Bauern ein großes Tier gemacht. Vor 4 Jahren der unbedingte Wille, dass ihre Brüder im Bundesrat kommt. Heute kann man sagen, der unbedingte Wille, drinnen zu bleiben. Und warum? Also die, an dieser Frage ist so ziemlich alles falsch. Ja, das hört er sich falsch. Völlig falsch. Der unbedingte Wille, dass... Wir haben überhaupt nichts, also mindestens, was jetzt einmal mich betrifft, ich habe keinen unbedingten Wille gehabt, er müsse im Bundesrat, er will im Bundesrat, oder? Er will und darum will ich das auch. Er hat nämlich nicht wollen, sondern er hat müssen. Ich kann es nicht vergleichen mit dem Reifall, oder? Fragt doch mal den Reifall, ob er will da oben runterfallen. Der muss ja einfach. Und wenn er natürlich muss, dann will er es auch. Das ist eine alte Definition, was ist die menschliche Freiheit. Die menschliche Freiheit besteht nicht darin, dass man tun und lassen kann, was man will, sondern dass man das wollen kann, was man muss. Die Vereinigten Holzfäller warten gespannt, ob ihre Strategie im Bundesrat erneut aufgeht. Also wenn ich weggewählt werde, dann gibt es erst mal einen Riesenmeiss. In der Bevölkerung. Aber nicht, weil wir so an dieser Person hängen, sondern sagen, die Politik muss zum Bundesrat aus. Dort, wo man sie in Frage gestellt hat oder gefragt hat, Blocher ja oder Blocher ja. Nein. Das war auch eine riesige Propaganda. Das hat auch sehr viel Geld gekostet. Haben Sie direkt an das gezahlt? Nein. Ich zahle als Bundesrat nie. Also der Partei habe ich früher schon nichts gegeben, aber eine Kampagne gezahlt, nein. Aber es gibt Leute im Land, die sagen, das muss man machen. Heute sind für gute Kampagnen kommen sie immer Geld über. Immer. Aber nicht von Ihnen? Nein. Jetzt nicht von mir, oder? Ja. Wenn ich in der Opposition wäre, würde ich, habe ich jetzt schon gesagt, würde ich, wenn ich nicht gewählt würde, würde ich ein Unternehmen kaufen und das in die Höhe bringen und der Gewinn kommt gerade der Partei zu gut für die Oppositionsarbeit. Wie stark will Blocher unseren Staat umbauen? Und wie viel Macht wird er übernehmen? Wie schafft es Blocher überhaupt heute schon, in einem System, das darauf beruht, dass nicht einer allein allzu viel Macht hat? Sein einmaliger Reichtum, sein Erfolg und seine Macht müssen doch zu einem Höhenrausch führen. Und da ist es nicht mehr weit, bis auch Christoph Blocher auf sich selbst hereinfällt.
Vielleicht ist es alles ein ganz grosser Irrtum. Vielleicht kommt eines Tages aus, dass er, mein Bruder, und ich, und seine Frau, und seine Freunde, und so weiter, all zusammen Gott vergessen geirrt haben. Den Krieg hat es ja gegeben, oder? Auch bei grossartigen Leuten hat es das gegeben. Müssen Sie sagen, die haben... Was ist denn? Das frage ich Sie. Wenn das auskommt, dass das alles ein Irrtum war. Also auskommt. Er muss es ja merken, oder? Wenn er es merkt, dann muss er sagen, ich war nie etwas anderes als ein Versager. Da gibt's ja. Jetzt bin ich halt auch ein Ende. Und so sind wir am Ende dieser Geschichte gleich weit wie am Anfang. Am Rheinfall und beim Rheinfallen, was vielleicht mehr als ein orthografisches Problem ist.